das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitagnacht. Wie immer ganz offen und frei für eure Themen. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch jetzt unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 31 Jahre alt und heißt Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's? Mein Thema heute ist Beziehungsunfähigkeit, also beziehungsweise für mich einfach beziehungsunfähig sein. Das beziehst du auf dich? Das beziehe ich auf mich, ja. Warum? Ja, ich bin 31, habe seit knapp 10 Jahren immer wieder, ja, oder was heißt, fast ausschließlich nur Männer, die verheiratet sind oder in Beziehungen leben. Also du warst über 10 Jahre fünftes Rad im Wagen? Ja, genau. Mhm. Mhm. Immer die heimliche Geliebte? Ja. Mehr oder weniger heimliche Geliebte? Immer heimlich. Immer heimlich? Mhm. Keine schöne Rolle? Nee. Mhm. Ich bin mir aber auch nicht so ganz darüber im Klaren, ob ich das nicht ganz bewusst aussuche. Diese Überlegung kam auch mir gerade. Wenn man 10 Jahre sich immer verheiratete Kerle sucht. Ja, genau. Oder Männer, die in Beziehung hängen. Das hat dann schon auch irgendwas mit einem selbst zu tun. Ich meine, denen steht das ja letztlich nicht unbedingt auch vor der Stirn geschrieben. Nee, aber du könntest ja sofort Nein sagen, nachdem du es erfährst. Eben, genau. Du hast aber Spaß, dich dann da reinzubeißen. Genau, das ist es. Also, so ein bisschen... Masochistische Ader? Ich bin verheiratet oder ich lebe in einer Beziehung. Findest du das gleich gut? Umso interessanter wird es für mich. Ja. Alte Spruch, ne? Je höher die Kirschen hängen, desto interessanter. Ja, genau. Mhm. Genau das ist es. Aber ich meine, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Eine wirklich lange Zeit. Und letztendlich ist es ja auch immer mit Frust verbunden. Ja, genau. Ne? Und mit Traurigkeit und auch mit Demütigung. Ja. Es war auch stand nie in Frage bei keiner dieser Beziehungen, dass irgendwer mal auf die Idee gekommen wäre, seine Frau zu verlassen oder sowas. Hast du das gefordert oder gehofft? Nein. Nee, nicht mal das? Nein. Auch nicht im Geheimen? Im Geheimen vielleicht schon, gerade jetzt aktuell wieder sehr. Also du warst oder bist jetzt aktuell in diese Männer oder in diesen aktuellen Mann schon sehr verliebt? Ja, genau. Du liebst den auch? Ja. Wie lange läuft das jetzt aktuell? 1,5 Jahre. Auch schon lange. Mhm. Der ist auch verheiratet, Frau, Kinder? Naja, Kinder nicht, aber verheiratet, wohnt aber auch mehr als 200 Kilometer entfernt. Das auch noch? Mhm. Mhm. Ist das denn für die Männer bisher, oder jetzt reden wir mal ausschließlich über den aktuellen Mann, ist der denn in dich auch verliebt? Ja, er sagt. Glaubst du das? Ja gut, die sagen viel. Nee, aber bei dem, ach ja, es hört sich wieder so doof an, bei dem ist es anders. Was wäre denn, wenn der jetzt sagen würde, Yvonne, ich verlasse meine Frau, ich ziehe zu dir, wir heiraten? Ich glaube, ich hätte Schiss ohne Ende. Ja, ganz im Ernst jetzt, abgesehen von der Angst, die du hättest, wäre die ganze Sache nicht mehr attraktiv für dich? Doch schon. Doch schon. Doch schon, in dem Moment schon. Also wie ist denn die Lage mit diesem aktuellen? Könnte sich das dahin entwickeln oder auf keinen Fall? Ja, ich weiß es nicht so genau. Also wie du vorhin schon gesagt hast, er erzählt viel. Oder Männer sagen viel oder überhaupt er sagt, oder es wird viel geredet halt. Wir haben zigmal versucht, uns zu trennen und irgendwer kommt immer wieder auf die Idee, mal eine SMS zu schreiben oder sich mal wieder anzurufen oder sonst irgendwas. Du hast auch auf den jetzt, auf den aktuellen, noch, du warst noch nie ultimativ, dass du gesagt hast, pass mal auf, Bursche, das kann ich nicht mehr so, da muss jetzt... Doch, das habe ich jetzt Ende letzten Jahres gesagt. Und wie war seine Reaktion? Geschockt. Wir haben dann auch bestimmt 4 oder 6 Wochen gar nicht mehr miteinander gesprochen und irgendwann
naja, hatte ich halt Geburtstag und dann schickt man sich, freut man sich, einen Punkt zu haben, an dem man sich wieder melden kann. Und so kam es dann auch und du hast dich zurückgemeldet? Ja, natürlich. Und somit lief das Spielchen weiter? Richtig. Wäre das für den eine Drohung, wenn du sagen würdest, es ist aus und vorbei, wenn jetzt nicht was passiert? Ich glaube, es wäre schon sehr schlimm für ihn, ja. Schlimm reicht mir nicht aus. Wäre es eine Katastrophe für ihn? Eine Lebenskatastrophe für ihn? Das weiß ich nicht so genau. Also, es wäre, glaube ich, ich habe ihm gesagt, das nächste Mal, wenn nochmal irgendwie sowas sein sollte, sage ich seiner Frau. Ach ja, das ist ja auch wieder, das ist sein Bier. Also ja. Ich in die Rolle der, ich sag mal, der Erpresserin, da solltest du gar nicht kommen. Nein, ich möchte das auch gar nicht. Also spielt er denn mit Hoffnung? Wirft er dir schon mal so ein Zuckerstückchen hin, dass du denkst, da vielleicht. Entschuldigung. Bist du Raucherin? Ich hab gerade einen Schluck Wasser getrunken. Entschuldige. Huste mal richtig durch. Das muss dann sein. Ich trinke auch mal einen Schluck Wasser und dann trinken wir beide jetzt. Jetzt ist wieder alles safe. Also wirft er dir schon mal Zuckerstückchen hin? Inwiefern, dass er sagt, dass er sich trennt? Ja, sowas, genau, so ein bisschen. Ne? Ja, nee, aber er sagt immer mal wieder, ja, bei uns läuft es auch nicht so ganz rund und es ist auch nicht alles toll und naja. Hat er denn schon mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Ja. Ja. Hat er gesagt, dass er seine Frau auch noch liebt? Ja. Das hat er. Das ist natürlich dann die Frage. Ist man nur so... Er sagt auch immer, wenn ich ihn darauf anspreche, so wie bei euch zu Hause, ja, es ist ja nicht alles so schlecht. Sagt er dann? Ja. Wie lange sind die verheiratet schon? 12 Jahre. 12 Jahre. Mhm. Ja, kann es natürlich sein, dass es wirklich gut läuft, dass die ein eingespieltes Team sind, vielleicht sogar sich sehr gut verstehen. Genau. Aber du bist der Betthase. Ich sag's mal ganz despektierlich. Ja, Betthase, vielleicht nicht nur... Ein bisschen mehr. Ich bin der Partyhase. Oder so. Ne? Du bietest ihm das, was er in seiner Ehe nicht findet. Richtig, genau. Mhm. Er kann mit mir Sachen machen, seine Frau ist, ich sag mal, so ein Sofa. Hocker. Aber das ist das Schlimme, wenn man letztendlich auf so eine Rolle definiert wird von dem Partner, ist das eigentlich schlimm. Ich weiß aber auch nicht, ob ich wirklich auf diese Rolle definiert werde. Das ist das Problem. Yvonne, wenn das anders wäre, glaube ich, dass der nach anderthalb Jahren längst irgendwie eine Entscheidung getroffen hätte. Aber dazu gehörst auch du. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch unterbewusst so Signale sendest, ich bin trotzdem da. Ich komme wieder zurück zu dir, auch wenn ich jetzt zehnmal sage, ich gehe. Naja, so, und dann hat er natürlich ein leichtes Spiel. Und wenn es ein richtig klarer, guter Kerl ist, der eine Entscheidung fällt für sein Leben, lässt er das alles so laufen. Ist doch toll für den. Hat er zwei Frauen, hat er sein... Habe ich ihm auch schon gesagt. Ja. Ich sage, für dich ist doch alles wunderbar. Genau. Er hat den Spaß mit dir und das eher unkonventionellere Leben mit dir. Er hat die Geborgenheit zu Hause bei seiner Frau. Also was will er mehr? Ja. Da musst nur du handeln. Du musst handeln. Ja, und das ist eben so das Problem, wo ich mir jetzt inzwischen Gedanken mache, weil ich ja immer wieder diese Männer habe. Und jetzt, ich bin ja zufrieden, er wohnt 200 Kilometer weit weg. Wir sehen uns alle 4 bis 6 Wochen. Vielleicht hast du ja Angst vor einer richtig ganzen, ich sag mal, ganz normalen, engen Beziehung mit allem drum und dran. Ja, also... Weiß ich nicht, aber kann ja sein. Ich habe ja schon mit deinem Team gesprochen und die haben mich auch so ein bisschen gefragt, und woher das denn kommt und so. Und ich hatte mal eine Beziehung, circa 5 Jahre. Da bin ich sehr, sehr betrogen worden von meinem damaligen Freund. Das lief, bis ich ja so ungefähr 20 gewesen bin, und seitdem habe ich eben nur so Lover. Ich finde es immer fatal, wenn man einmal eine ganz schlechte Erfahrung mit einem, jetzt in deinem Fall, mit einem Mann gemacht hat. Ich möchte das auch gar nicht darauf festmachen. Ja, aber dass man dann insofern schlecht daraus lernt oder sich dann danach so seltsam verhält, letztendlich schadest du dir selbst ja damit. Ja, genau. Klar, es ist eine grundsätzliche Frage. Ist das jetzt schon pathologisch, sage ich mal, dass du zu einem Psychologen musst, nach dem Motto, ich bin beziehungsgestört, ich kann mich nicht auf Menschen, auf Männer einlassen? Oder ist es noch in so einem Zwischenbereich? Unter Umständen mal in professionelle Hilfe begeben sollte, weil es ist irgendwo so... Okay, dann würde ich mal sagen, du sprichst noch mal ein paar Worte mit Magdalena. Die kann dir noch ein paar Telefonnummern an die Hand geben, wenn du dich dazu entscheiden solltest irgendwann, damit du weißt, wohin du gehen sollst. Ja. So, jetzt wünsche ich dir
Tatkraft und Stärke, Yvonne. Dankeschön. Ja, damit die Jungs dir nicht auf die Nase rumtanzen. Ja. Du musst die Fäden in die Hand nehmen. Schön wär's, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Bis dann, tschüss. 0800 220 50 50. Oh, jetzt bin ich aber ganz gespannt. Jetzt sehe ich hier gerade Kai, 25 Jahre. Und hier steht bei mir auf dem Bildschirm, normalerweise steht hier nur mal Alter und Name, aber jetzt steht hier von gestern. Das ist der Kai von gestern. Hallo? Ja, hallo. Kai. Der Kai ist, sage ich euch mal, die ihr gestern vielleicht nicht dabei wart, Kai hat gestern angerufen und hat uns eine sehr spannende Situation beschrieben, nämlich, dass er heute, also jetzt am vergangenen Tag, seinen leiblichen Vater treffen würde. Er ist Adoptivkind und dann erzählte er noch, dass der leibliche Vater seine Mutter ermordet hat vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben gestern darüber beraten, soll er dorthin gehen und wie wird das wohl verlaufen? Jetzt bin ich ganz gespannt, lieber Kai. Bist du dorthin gefahren nach Frankfurt? Ich glaube, Frankfurt war geplant als Treffpunkt. Ja, ich bin hingefahren. Bist du alleine hingefahren? Nein, ich habe mich, also wie gesagt, und die Psychologin wahrscheinlich auch gefragt, ich bin mit meiner Freundin hingefahren. Du bist mit der Freundin gefahren? Ja. Und ihr habt euch dann in einem Café getroffen? Ja, aber nur ich und mein Vater. Du und der Vater und die Freundin hat dann gewartet und ihr habt euch dann später zusammengetan wieder. Richtig. So, erzähl mal, wie war's? Also es war die einzige Katastrophe. Es war die Katastrophe. Warum? Ja. Erzähl. Also wie gesagt, wir haben uns getroffen am Bahnhof. Mhm. So, und ich hatte ja ein Bild per E-Mail von ihm bekommen, wie er aussieht. Mhm. So, ich habe schon angesprochen, bist du Holger, weil Holger hieß er, mhm. oder heißt er. Und dann habe ich gesagt, ja, und alles klar. Gut, treffen wir uns in das Restaurant gefahren. Und dann haben wir, das wäre, sag mal, ich sag mal, 5 Minuten lang über, ja, was machst du so, bla bla bla. Aber dann ja. ging es schon los jetzt. Ja. Da hat er mich gefragt, ob ich arbeiten gehe, ob ich auch Geld verdiene. Ja, also er hat dich erstmal befragt. Ja, ja. So. Mit Ja beantwortet, ich gehe arbeiten, krieg Geld. Mhm. Naja, er hat ja nicht so viel. Oh, ich ahne schon was. Ja, das ist auch richtig. Und na, wie gesagt, da kann man noch gar nicht drauf zu sprechen und dann habe ich ihn mit der Situation konfrontiert. Das heißt, du hast ihn gefragt, was damals los war? Richtig. Ich habe es von meiner Adoptivmutter erfahren und von meinem vom Jugendamt, mhm. dass er meine Mutter getötet hätte. Mhm. So. In dem Moment, als du das gefragt hast, wurde der da bleich? Wurde der ganz ernst und war der geschockt? Oder? Ich muss sagen, das ganze Treffen war kalt. Das mhm. ganze Treffen war kalt. Also schon, wo ich ihn gesehen habe, mhm. also nicht, wenn ich das mir erhofft hätte, aber man merkt es ja mal, oder man sieht es ja im Fernsehen, wenn sich andere treffen, ja, klar. dann nimmt man ja, sich einen Arm oder ja, ja. So, alles. Erzähl, als du das dann angesprochen hast, wie hat er da dann reagiert? Er hat zu mir gesagt, das ist richtig und er bereut nichts. So. Dann habe ich ihn gefragt. Er bereut nicht, dass er deine Mutter umgebracht hat? Ja, sie hätte ihn wohl, wie er dann erzählt hat, mit einem anderen Mann betrogen oder was weiß ich. Wie gesagt, das interessiert mich ja auch erstmal alles gar nicht. Das Ganze liegt, sagen wir nochmal, über 20 Jahre zurück, ne? Ja. Mhm. Ja, genau, 19 Jahre. Und da habe ich zu ihm gesagt, wer das ernst meint. Mhm. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Mhm. Und er hat gesagt, ja. Da habe ich gesagt, also. Selbst nach so langer Zeit meint er das noch ernst, dass er das ja. nicht bereut. So hat er mir das gesagt und... Das ist ja, also ich finde das ja schon schockierend jetzt als Außenstehender. Wahrscheinlich war das für dich der absolute Schlag ins Gesicht, verbal. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Moment den Mann gehasst. So. Mhm. Hat er denn die Umstände erzählt, wie er das gemacht hat? Ja, nachdem wir darauf kamen, wir kamen gar nicht mehr groß zum Reden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil dann wurde ja, also wie gesagt, ich habe in die Augen geguckt, das war Hass, also das war Starrheit in den Augen, das war total schwierig. Also
Ich habe dann nur zu ihm gesagt, also auf dieser Basis. Ach so, geht's gar nicht weiter zu reden. Kann ich mit ihr nicht weiter reden. Nachdem er gesagt hatte, ich bereue das nicht. Und da hat er da, und dann kam halt noch der Spruch, und was ich bis jetzt nicht begreife hier, es kam so rüber, als wie ich wieder trotzdem sein Sohn wäre. Und die Rechnung in dem Restaurant bezahlen könnte, weil er Hartz-IV-Empfänger ist. Das hat er zu mir gesagt. Ich als sein Sohn, ich bin 25, gehe arbeiten, aber... Du sollst die Rechnung bezahlen. Ich habe es gar schon mir gedacht, dass es um Geld geht. Ich denke mal, das wäre nur der Anfang gewesen. So, dann habe ich gesagt, ich bezahle ja gar nicht. Das Gespräch ist hiermit beendet. Wie lange hat das Gespräch gedauert? Also das Treffen dann in dem Restaurant? Ja, man muss es immer mit bestellen und allen drum und dran. 20, 25 Minuten, länger war es nicht. Ja. Und dann zum Schluss hat er mir das Bierglas, also er hatte Bier gebrochen, dann hat er mir den Inhalt von dem Glas ins Gesicht gespritzt und ist abgehauen. Ach. Ich habe dann seine Rechnung bezahlt. Ach, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ja, so war das. Also, weil du, er war sauer, dass du die Rechnung nicht bezahlen wolltest und schüttet dir das Bier ins Gesicht. Ja, vielleicht das ganze Gespräch, ich weiß auch ja, nicht. Ja, wahrscheinlich eingeschnappt, dass du das angesprochen hast. Ich bin, wie gesagt, das ist... das ist aber ein krasser... So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Nein, ich auch nicht. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann die 5,5 Stunden, meine Freundin ist gefahren, heimgefahren, ich habe kein Wort zu ihr gesagt. Sie hat gesagt, komm, wir reden, ich habe sie jetzt auch heimgeschickt. Ich will einfach mal meine Ruhe haben. Ich habe dir das aber gestern versprochen. Wir machen das Gespräch. Und ich habe mir jetzt noch ein paar Bier hinter und dann morgen ist ein anderer da. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust hier, weil das ist wirklich, also das ist ein Erlebnis. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist wirklich ausgesprochen traurig und schlimm, dass das so gelaufen ist. Andererseits, Kai, kein Ding ist ja so schlecht, dass es nicht auch noch irgendwie eine gute Seite hätte. Ich glaube, die gute Seite an dieser Begegnung... Ja, die gute Seite, die würde ich jetzt gerne hören an der Sache. Ja, dass du jetzt weißt, was das für ein Typ ist und mit wem du es zu tun hast und dass du keine Lust mehr haben wirst, weiter dich um diesen Mann zu kümmern. Dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen. 100%. So, und wenn du es nicht gemacht hättest, dann hättest du immer noch gegrübelt und vielleicht sollte ich den treffen und was ist mit dem Mann los und so. Jetzt weißt du Bescheid. Schluss aus, Strich drunter. Das ist das Gute an der Sache, finde ich. Ja, relativ gut. Ja, relativ, natürlich. Natürlich, relativ. Du hast natürlich recht. Aber du brauchst dir jetzt keine Spekulationen mehr. Du brauchst nicht mehr spekulieren. Also schlimmer kann es ja gar nicht mehr kommen, wie der Mann sich dargestellt hat. Und es hätte ja, in der ganzen Sache hätte ja vielleicht die Chance gelegen, dass ihr sogar zu einem guten Kontakt gekommen wärt. Wenn der sich gut entwickelt hätte, wenn das vielleicht ein Unglücksfall damals gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Es hätte ja sein können, dass das vielleicht tief bereut nach so vielen Jahren. Es gibt ja Menschen, die sich nur auch sehr verändern. Aber offensichtlich hat der sich überhaupt nicht verändert, sondern ist so geblieben. Ich denke mal, dieser Mann, ich will jetzt nicht positiv für ihn abgewinnen, aber der ist in meinen Augen sehr psychisch krank. Also so anders kann ich mir das nicht erklären, wenn man sowas noch erzählt. Also ich weiß es nicht. Aber ich habe das jetzt so gesagt. Das ist doch wahrscheinlich auch für dich so, dass dieses Kapitel jetzt beendet ist. 100%. Ja, 100%. Auch, wie gesagt, ich konnte ja dann nicht weiter mit ihm reden, weil er so abrupt los ist. Wie gesagt, ich habe jetzt natürlich seine Rechnung bezahlt. Ja. Ist auch egal. Ich habe die ganze Fahrt hin und her bezahlt. Ja. Gut, ja. Das habe ich in Kauf genommen. Ich hätte auch noch mehr Geld in Kauf genommen, wenn ich wusste ja nicht, wo lang es liegt. Genau. Aber, ja. Also es lag in der ganzen Sache eine Chance, die hast du genutzt. Und du kannst nichts dafür, dass die Sache nicht gut ausgegangen ist. Aber du hast es gemacht und weißt jetzt Bescheid. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man in der Hand hält. Ich denke auch. Und das natürlich jetzt kann ich erstmal, wie gesagt, ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen hier. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Freundin, ich habe meine Familie. Genau. Darum. So, und du hast mir Angst und Bange, also. Genau. Und du hast mir gestern erzählt, dass deine Eltern, deine Adoptiveltern, dass das sehr gut ist und dass das ein tolles Verhältnis war und dass du sie auch liebst. Perfekt. Also wunderbar. Also ist doch alles gut. Das gibt's gar nicht. Ja. Also. So, lieber Kai, jetzt entlasse ich dich ins Bett, damit du diesen üblen Tag dann endlich überschlafen kannst. Und
Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und vielleicht noch eine Frage. Vielleicht könnte ich mal kurz noch mal kurz mit deiner Redaktion reden. Ich hätte da manchmal eine Bitte. Ja, okay, das machen wir. Dann legst du auf und meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Lieber Kai, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne hier live mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt domian@rde, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Jens begrüße ich herzlich. Jens ist 30. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. Ich grüße dich. Erstmal schön, dass ich das Glück habe, in die Sendung zu kommen und bin ein bisschen aufgeregt und entschuldige mich, wenn ich irgendwelche stolpische. Das ist überhaupt nicht schlimm hier bei uns. Okay. Bei mir geht es im Prinzip um Folgendes. Ich habe seit 9 Jahren eine Schmerzerkrankung aufgrund eines Autounfalls. Das Ganze nennt sich Trigeminusneuralgie. Das ist also ein Nerv im Gesicht, der bei mir beschädigt ist. Und durch den Unfall damals? Durch den Unfall damals, genau. Der zieht sich übers ganze Gesicht, ne? Genau, so, ja, wie du es zeigst. Ja, also von oben nach unten so, ne? Von oben nach unten, unterm Auge lang, unterm Kiefer lang, in diesen Ästen geht er lang. Und das Problem ist einfach dabei, ich reagiere auf alles Mögliche ganz empfindlich. Das kann auf Reden sein, auf Essen, auf Rasieren, auf Wind, auf Temperaturänderung. Hast du gerade am Anfang gesagt, auf Reden auch? Auf Reden, es ist oft so. Jetzt ist zum Beispiel so, ich kann jetzt reden problemlos. Und manchmal kann ich stundenlang gar nicht reden. Weil dir das durch die Gesichtsbewegungen zu weh tut? Ja. Schmerzt dann das ganze Gesicht oder eine Gesichtshälfte? Es schmerzt die linke Seite vor allem, dort wo dieser Nerv ist. Das sind wie einschießende Schmerzen. Richtig schlimm ist das. Liegt es daran, dass dieser Nerv irgendwie eingeklemmt ist oder damals verletzt wurde? Ja, der ist verletzt worden, der Nerv. Und der hat sich nicht wieder richtig regeneriert? Nee, überhaupt nicht. Hat dieser Nerv eine Funktion irgendwie? Es ist ein sensorischer Nerv, wie man wohl sagt. Ich bin nicht direkt ein Neurologe. Er überträgt also Empfindungen, die man im Gesicht hat. Das kann er machen. Und er versorgt wohl auch die Nerven, die in die einzelnen Zähne hineingehen. Ach so. Und das Problem ist einfach, ich habe zu diesen einzelnen Schmerzattacken, die jeden Tag x-mal kommen, ich zähle es schon nicht mehr. Man soll sich ja ablenken, ich versuche so gut wie das geht, habe ich auch Dauerschmerzen. Und es gibt einmal diese Attacken und es gibt einen permanenten Grundschmerz. Und den Dauerschmerz, denk noch dazu. Das heißt, du hast eigentlich immer Schmerzen und manchmal noch ganz schlimme Schmerzen. Und die Attacken, das sind die ganz schlimmen Schmerzen. Diese ganz schlimmen Schmerzen, nur damit wir uns das vielleicht so ein bisschen vorstellen können, kann man sich das so denken, als hätte man ganz heftige Zahnschmerzen? Im weitesten Sinne kann man sich vorstellen, wie Zahnschmerzen, wie Ohrenschmerzen, kommt eben auf die Stelle an der der Nerv wehtut. Ne? Manchmal ist es unterm Auge, der hat ja verschiedene Äste, der Nerv. Ja. Ne? Und kann man das nicht mit gezielten Schmerzmitteln bekämpfen? Macht man zurzeit bei mir auch. Ich habe also mit ganz einfachem Zeug angefangen, ne? Wie Paracetamol und was man alles kennt, Tramal und ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ja gut, kennen wir alle. Bis zum Morphium zu gehen und jetzt bekomme ich ein Schmerzpflaster, was eigentlich Leute bekommen, die Krebs und sowas haben. Und das ist so ein bisschen für mich das Schwierige an der ganzen Sache daran. Man kommt sich so komisch vor, man kann das nicht zeigen. Man hat das, es belastet einen unwahrscheinlich, ich kann nicht arbeiten. Niemand sieht es? Bitte? Niemand sieht es dir an? Man sieht es mir nicht an. Das Gesicht ist offensichtlich nicht geschwollen oder blau oder irgend sowas. Gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Man sieht es mir nur an, wenn ich sehr gereizt bin, dann gucke ich grimmig. Das ist zum Beispiel der Fall. Ne? Und ansonsten ist es einfach so, ich fühle mich überflüssig. Ich bin ja erst 30 und habe mir das eigentlich nie so vorgestellt, dass ich... Ich glaube, dass dauerhafte Schmerzen einen so mürbe machen können, dass man wirklich auch sowas sagt, wie du es gerade gesagt hast. Das glaube ich. Und ich habe schon... Sag mal, ich das vergesse. Das wollte ich gerade fragen.
Kann man denn, du hast es wahrscheinlich mit Neurologen schon dutzende Male besprochen, könnte man diesen einen Nerv nicht lahmlegen oder abtöten? Das man hat das, vor Jahren hat man das gemacht, da hat man die Nerven durchtrennt. Mhm. Das ist schon lange her. Das ist heute nicht mehr ganz so üblich, also die meisten lehnen es ab. Mhm. Warum das so ist, weiß ich leider auch nicht. Und man kann die Nerven auch direkt einspritzen mit Medikamenten. Mhm. Das haben wir auch schon gemacht. Das sind alles so Sachen, die kurzfristig helfen. Mhm. Ich bekomme auch dann noch so Mittel gegen Epilepsie, die ich zu allem Überfluss auch noch habe. Ja. Ach so, auch durch den Unfall oder vorher schon? Nee, das ist jetzt erst gekommen. Das ist jetzt erst gekommen? Dezember, ja. Woher, weiß ich nicht. Vielleicht hängt das schon irgendwie zusammen alles. Wahrscheinlich, irgendwie hängt es zusammen. Und das Paradoxe ist, was viele nicht verstehen, ich will nicht jammern oder so, das Einzige, was mir hilft, irgendwo das Leben noch einigermaßen zu meistern, ist über manche Dinge zu lachen, ein bisschen Humor zu behalten, weil ich auch eine gute Freundin habe, die das noch wesentlich schlimmer hat als ich. Och. Die selbst ist Rentnerin, die ist ein Jahr älter. Habt ihr euch irgendwie in einer Reha-Klinik oder so kennengelernt? Nee, übers Internet haben wir. Übers Internet, ach so. Ja. Mhm. Und, hast du denn auch bist du in einer Partnerschaft? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Ich lebe zwar jetzt in Scheidung, aber hat mit meiner gesundheitlichen Sache in dem Fall nichts weiter zu tun. Hast du Kinder? Oder habt ihr Kinder? Nee, leider. Nee. Kinder sind uns nicht vergönnt. Und wie alt? Du bist 30 Jahre alt. Das Ganze geht 9 Jahre schon, das muss man sich ja vorstellen. Das ist ja schon eine lange Zeit. Was machst du vom Beruf? Ich bin einmal Heizungsbauer und dann habe ich umgelernt zum Informatikkaufmann. Mhm. Und hast auch einen Job im Moment? Nee, kein Job. Ich bin krankgeschrieben und es läuft jetzt bald aus und habe sozusagen jetzt einen Rentenantrag am Laufen. Hast du denn einen Freundeskreis, der dich auch ein bisschen ablenkt? Das schon? Das habe ich auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist oft so, dass ich mich doch oft zurückziehen muss, weil es einfach für die anderen auch eine Belastung ist, wenn ich dann da sitze und einfach nicht reden kann. Aber ich versuche mich schon am Schopf zu packen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal los. Das ist nicht in der Disco oder so, das kann ich auf keinen Fall, das geht nicht. Aber man trifft sich irgendwo mal auf, man geht mal was Kleines trinken oder so. Diese Attacken, diese Schmerzattacken, wie lange halten die an? Ein paar Minuten, aber das ist mehrmals eben am Tag. Du hast gerade eine Aufzählung gemacht. Beim Reden kann das manchmal ganz schlimm sein. Ja. Bei Wind hast du gesagt. Zähl das nochmal auf. Was? Das ist bei Wind zum Beispiel, beim Reden ist das, ne? Temperaturänderung, Wetteränderung. Mhm. Oder es ist zum Beispiel auch beim Rasieren. Mhm. Bei mir ist es immer ganz lustig. Entweder habe ich ein Vollbart oder ich habe kein Bart. Mhm. Selbst das löst solche Attacken schon aus. Also wenn du dir selbst über das Gesicht so fasst oder kratzt, tut das weh schon? Ja. Geschweige denn, wenn es jemand anders machen würde. Das ist das Schlimme und ich habe auch schon zwei Suizidversuche hinter mir. Aus diesem Grund. Weil... Du hast gerade gesagt, du hast diese Bekannte, diese Freundin im Internet kennengelernt. Heißt das, dass du dich auch schlau gemacht hast, ob es viele andere Betroffene von dieser Erkrankung in Deutschland gibt? Wir sind so die Einzigen, die uns so durchs Netz durchkämpfen und gucken und machen und suchen. Und es ist ganz schwierig, Leute zu finden, die sozusagen hinterm Ofen hervorkriechen und sagen, ich habe das auch. Und denn das A und O ist ja immer, gerade auch bei solchen Erkrankungen, dass man viel kommuniziert mit anderen, die auch eine solche Erkrankung haben. Weil was der eine nicht mitkriegt, kriegt der andere mit. Und so kann man sich gegenseitig helfen. Sag du nochmal die genaue Erkrankung oder die genaue Bezeichnung? Das Ganze nennt sich Trigeminusneuralgie. So. So nennt sich das Ganze. Und bei mir ist halt eben noch dazu diese Dauerschmerzen. Das ist so eine Mischung, was Untypisches eigentlich, ja. Ich mache ja immer, wenn Leute mit solchen sehr ungewöhnlichen oder seltenen Erkrankungen anrufen, verbinde ich das ja immer mit so einem Aufruf nach draußen. Dass jemand, der auch so eine Erkrankung hat und du hast jetzt den Namen auch genannt und gerne in Kontakt kommen möchte mit dir oder mit anderen, dass die Personen sich mit uns bitte in Verbindung setzt per Mail
ja. Oder schriftlich. Und da würden wir gerne so Kontakt knüpfen. Das ist immer so das, was wir euch anbieten können. Ach, das wäre schön, ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich bist du sonst psychologisch oder neurologisch gut versorgt, oder? Ja, Gott sei Dank, muss ich wirklich so sagen. Ich habe einen sehr guten Neurologen, die ganzen Jahre schon. Mhm. Und auch einen Psychologen. Und es wäre natürlich schön, wenn man noch mehr Leute kennenlernen würde, um sich auszutauschen. Genau, weil nämlich wirklich immer da, das habe ich auch schon in vielen Rück-E-Mails dann von euch oder von Zuschauern gehört, dass manch ein Tipp zur Linderung, manchmal sogar bei anderen Erkrankungen zur Heilung, durch so ein Netzwerk entstehen. Da kommen dann so viele Leute zusammen und vielleicht auch aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Holland. Und da ballt sich einfach Wissen, was man alleine gar nicht so sich zusammentragen kann. Ja. Lieber Jens, das verspreche ich dir. Also wenn ihr gerne mit Jens Kontakt haben möchtet, wenn ihr auch eine solche Erkrankung habt, wir stellen sehr, sehr gerne den Kontakt her. Mailt uns ganz einfach domian@wdr.de oder schreibt uns WDR 1 Live Domian Postfach 50600 Köln. 50600 Köln und ganz einfach. Lieber Jens, dann wünsche ich dir alles Gute. Das finde ich ganz lieb und vielen Dank fürs Zuhören, es hat mir sehr gut getan. Ne? Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn irgendeine Rückmeldung käme und wir euch in Kontakt bringen könnten. Und dann melde ich mich bei euch, wenn sich was ergibt. Da würde ich mich freuen, ja, das kriege ich da auf jeden Fall, kriege ich das dann auch gesagt und werde darüber informiert. Okay. Also, alles Gute, lieber Jens. Ganz lieben Dank. Okay, danke. Ne? Dankeschön, tschüss. Gut, tschüss. Patrick. Ich. Patrick, 26. Ja, genau. Hallo. Um was geht's, Patrick? Es geht sich einmal darum, ich hatte, glaube ich, vorgestern eine junge Frau angerufen, die von ihrem Bruder missbraucht worden ist und den jetzt angezeigt hat. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur mal da vorab sagen, also Respekt, dass es gemacht hat. Mhm. Das ist ja immer schwer für Opfer. Ja, das ist es auch. Mhm. Ich bin ja selbst auch betroffen. Du bist auch Opfer von sexuellem Missbrauch? Ja, genau. Also ich bin nicht von meinem Bruder missbraucht worden, ich bin von meinem Vater missbraucht worden. Vom eigenen Vater? Ja, genau. In welchem Alter? Also ich bin von 6 bis 8. Von 6 bis 8? Ja, und ich bin dann mit 8 in ein Kinderheim gekommen, aus anderen Gründen. Und war für mich eigentlich da schon die Erlösung. Also ich war eigentlich... Es waren zwei Welten. Mhm. Also sonst sind Kinder traurig und sind verzweifelt, wenn sie ins Heim kommen, du warst froh. Ja, genau. Mhm. Also ich war für mich, ich wusste, jetzt bist du erlöst, jetzt musst du die Sachen nicht mehr machen. Und das war für mich eigentlich wie ein Sechser am Lotto. Gibt es noch andere Geschwister? Ja, ich habe noch einen jüngeren Bruder und habe dann im Nachhinein noch erfahren, dass ich zwei ältere Schwestern habe. Hat er das mit dem jüngeren Bruder auch gemacht? Also viel, ich weiß nicht. Nicht, mhm. Also da war wohl ich der Einzige, der davon betroffen wurde, weil meine älteren Schwestern, die sind wohl beide sehr früh auch zu Pflegeeltern gekommen, was ich im Nachhinein erfahren habe. Und mein Bruder, also ich hatte früher immer den Eindruck, mein Bruder war dem sein Ein und Alles und ich war so das schwarze Schaf. Mhm. War das bei dir auch so, wie wir das immer so hören, dass die Täter die Kinder extrem unter Druck setzen und ihnen Angst machen, wenn du etwas sagst, dann passiert das und das? Ja, genau. Was hat er dir angedroht? Ja, Schläge und ich weiß nicht alles. Und er war zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, extrem Alkoholiker. Also der war in der Hinsicht dann auch sehr unberechenbar. Mhm. Und wenn der dann getrunken hat und er kam nach Hause und hatte einen schlechten Tag, dann war mein Bruder natürlich auch erstmal reif. Und dann ist natürlich dann klar, dann hat man entsprechend Angst und wenn dann noch solche Drohungen kommen, das kann man sich ja dann als Erwachsener ausmalen. Ne? Und dann hat er dich in sein Bett geholt, oder? Ja, genau. Er hat mich dann, wenn mein Bruder draußen war zum Spielen und meine Mutter dann, die war zu der Zeit als Putzangestellte in der Schule beschäftigt, auch putzen war, dann kam er dann irgendwann und sagte so, geh schon mal ins Schlafzimmer. Und da wusstest du schon, was dir droht. Da wusste ich schon, was Sache war, genau. Ging das so weit, ich will dich jetzt nicht mit Details quälen, ging das so weit, dass er dich vergewaltigt? Also ich bin mittlerweile so auf dem Standpunkt, dass ich da eigentlich auch ohne Probleme drüber reden kann. Hat er dich vergewaltigt? Ja. Also er hat mich gezwungen, das halt sein Glied anzufassen und auch in den Mund zu nehmen und er hat sein Glied dann auch in meinen After geschoben und solche Sachen, also volle Programm. Hat deine Mutter irgendetwas geahnt? Nee. Gar nicht.
die hatte bis vor einem Dreivierteljahr oder bis vor einem halben Jahr hat die noch nicht mal gewusst, was überhaupt Sache gewesen ist. Weil, wie gesagt, ich bin halt dann ins Heim gekommen, bin dann mit 16 irgendwann nach Hause und habe aber auch über die ganzen Jahre mit niemandem drüber gesprochen, bis auf jetzt mit meiner Freundin. Also ich bin jetzt seit gut 6 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und sie war halt der erste Mensch, dem ich dann davon erzählt habe. Aber als du damals dann mit 16 wieder nach Hause kamst, hattest du nicht irre Angst, der macht das jetzt wieder? Sagen wir mal so, also so ein Kinderheim ist auf eine Art was Schönes, auf andere Art wird man da auch ziemlich abgehärtet. Also Das heißt, du hättest hier zu helfen gewusst, wenn er das versucht hätte? Ja, genau. Mhm. Hat er es versucht? Nee. Er ist auch gar nicht mehr dazu gekommen, weil ich bin nach Hause gekommen und ich war natürlich in einem Alter, wo man viel draußen ist und feiern geht und halt solche Sachen. Und ich habe dann auch dann einen Job angefangen in der Veranstaltungsbranche. Mhm. Ist man natürlich dann sowieso am Wochenende meistens immer unterwegs. Und er hat auch nie irgendwann mal Anstalten gemacht. Mhm. War das damals ein Gefühl des tiefen Hasses, das du deinem Vater gegenüber hattest? Nicht nur früher, das habe ich heute auch noch. Lebt er noch? Er lebt noch, ja. Ich habe wohl, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, keinen Kontakt mehr zum Fall meiner Familie. Das heißt, die Eltern sind noch zusammen? Die Eltern sind meines Wissens nach noch zusammen, ja. Also du hast zur Mutter auch keinen Kontakt? Nein, nee. So gar keine mehr. Aber mit der Mutter hast du irgendwann dann gesprochen? Ich habe vor einem Dreivierteljahr erfahren durch Bekannte, dass mein Vater und der Lebensgefährte von meiner Oma wohl sich an der Nichte von meiner Tochter vergriffen haben. Mein Gott. Und daraufhin hat natürlich bei mir oben Klick gemacht und ich habe dann mit meiner Freundin gesprochen, weil wir haben vorher immer darüber gesprochen und ich habe vorher schon den Gedanken gehabt, den anzuzeigen. Mhm. Und da hat sie gesagt, Mensch, lass es doch, sei froh, dass gerade Ruhe ist. Mhm. Und ja, und da war für mich natürlich der Ofen aus. Und dann sagte meine Freundin auch so, jetzt mach und zeig mir mal, wo der Frosch gelockt hat. Das heißt, du hast ihn angezeigt? Ich habe ihn angezeigt, ja sicher. Was ist daraus geworden? Die Verhandlung läuft jetzt im März, April. Ach so. Und das heißt, du wirst ihm dann gegenüberstehen im Gericht? Ich werde ihm gegenüberstehen müssen, ja. Hast du Angst? Nein. Mhm. Bist du gut vorbereitet und wirst du gut begleitet von Rechtsanwälten und Psychologen? Ich habe den Rechtsanwalt, den ich habe, der hat mir vorher auch schon in mehreren Sachen geholfen, die im Nachhinein rausgekommen sind, was meine Eltern in meinem Namen gemacht haben. Mhm. Und da hat er mir auch ziemlich gut geholfen und also... Rechtsanwalt steht hinter mir, meine Freundin, ihre Eltern stehen hinter mir, also egal was da kommt, ich habe da eigentlich voll Unterstützung. Ja. Und so psychologische Betreuung, brauchst du die gar nicht oder gibt es da auch jemanden? Es gibt jemanden jetzt in einem Bekanntenkreis von meiner Freundin, der ist zwar kein Psychologe, aber er hat, was sowas angeht, auch schon Erfahrungen gemacht mit anderen Leuten und Du fühlst dich auch ziemlich stark dafür, das so für dich so durchzuziehen. Ja, klar. Habe ich so den Eindruck auch. Mhm. Ja, also ist für mich nun mal, ich kann auch nicht verstehen, dass Menschen sowas tun können. Mhm. Und ich bin auch mittlerweile, ich bin ein Mensch geworden, also was ich zum Beispiel habe, wenn Alkohol im Spiel ist. Ich versuche eigentlich dem Alkohol immer aus dem Weg zu gehen, als Beispiel jetzt. Und wenn ich dann im Fernsehen immer sehe, wie Familien ihre Kinder missbrauchen oder misshandeln, oder wenn ich das so auf der Straße auch sehe, wenn er zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter sich ihr Kind packt und das da schüttelt und schlägt, also da ringen bei mir die Sicherungen durch. Das heißt, du hast neben dem sexuellen Missbrauch auch sehr viel Gewalttätigkeiten erlebt von deinem Vater. Ja, und das sind so Sachen, die haben mich wohl gekennzeichnet. Also ich gehe selber immer so Gewaltsachen aus dem Weg. Ja. Weißt du, wie dein Vater auf diese, weißt du wahrscheinlich nicht, auf die Anzeige reagiert hat? Hast du doch irgendwas gehört? Also gehört habe ich nichts, aber ich könnte mir gut vorstellen, wie er reagiert hat. Er hat getobt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und er hat wahrscheinlich auch, so wie ich ihn kenne, Morddrohungen ausgesprochen und all solche Sachen. Aber er ist nicht an dich herangetreten? Nee. Weißt du, könnte der dich erreichen, wenn er das wollte? Weißt du, wo du wohnst? Nein. Ich meine, er könnte wahrscheinlich über Ämter oder sonst was rauskriegen, wo ich wohne, weil ich habe immer noch den gleichen Namen. Aber ich sag mal so, selbst wenn er es rauskriegen würde und er würde auf einmal vor der Tür stehen, bin ich darauf vorbereitet. Naja, auf so einen Fall wollen wir hoffen, dass das nicht eintritt, sondern dass das alles seinen ganz rechtmäßigen Gang geht und dass der rechtmäßig so verurteilt wird, was irgend möglich ist, so heftig verurteilt wird, wie irgend möglich.
Ja, ich hoffe es auch, weil, also als ich gehört habe, wie gesagt, dass er an meine Nichten reingegangen ist, da war für mich der Ofen aus. Also habe ich mir nur dann gedacht, entweder jetzt oder gar nicht. Und das sind so Sachen, also der gehört normalerweise hinter Schloss und Riegel, genauso wie der Lebensgefährte von meiner Oma. Wie ist denn das bei dir? Das erzählen mir oft die Frauen, die so etwas auch über Jahre haben ertragen müssen. Ist deine Sexualität auch gestört oder hast du mittlerweile ein normales Verhältnis zur Sexualität? Anfangs hatte ich wirklich Probleme. Und mittlerweile, meine Freundin, die weiß, wie sie mich anzupacken hat. Und nachdem wir halt darüber gesprochen haben, hatte sie auch die erste Zeit immer versucht, mit viel behutsam und vorsichtig. Und aber mittlerweile, sag ich mal, habe ich da eigentlich keine Probleme mit. Gibt es, du hast gerade gesagt, als ich fragte, hast du deinen Vater damals gehasst? Da hast du gesagt, ich hasse den heute noch. Ist dieses Hassgefühl auch bezogen oder bezieht sich das auch auf die Mutter? Jein, also klar bin ich wütend auf sie. Ich habe auch so ein bisschen Hass auf sie, weil sie hätte es eigentlich merken müssen. Finde ich auch, ja. Sie hat es aber nicht gemerkt. Und wenn sie es wirklich gemerkt hätte, hat sie so getan, als ob nicht. Stand sie denn auch so unter der Knute des Vaters? War er ihr oder ist er ihr gegenüber auch gewalttätig? Also früher war es oft so, ja. Wie gesagt, also wenn der betrunken nach Hause kam, der hat dann, ob das meine Mutter war, ob es mein Bruder war, ob es ich es war, also wer ihm im Weg stand, der wurde auf Seite geräumt. Dann hast du gesagt, dass da noch Geschwister sind, jüngere Bruder, ältere Schwestern. Hast du mit denen Kontakt? Ich hatte eine ganze Zeit lang mit meinen älteren Schwestern noch Kontakt und der ist aber wohl jetzt mittlerweile auch abgebrochen. Das heißt, weil, du weißt nicht, was die zu diesen Vorwürfen sagen? Nee. Vielleicht wissen die das ja noch gar nicht, je nachdem, wie der Kontakt wiederum zwischen denen und den Eltern ist. Also ich weiß zum Beispiel, als ich noch Kontakt mit meinen Schwestern hatte, dass der Kontakt zwischen meinen Eltern und ihnen gar nicht da war. Also die haben frühzeitig den Kontakt abgebrochen, weil da wohl einige Unstimmigkeiten waren. Und also alles irgendwie kaputt und verquer. Ja, genau. Ja. Also Respekt, Patrick, auch, dass du den Schritt auch unternommen hast. Ich finde es immer sehr gut, wenn die Leute das machen, wobei man auch immer sagen muss, das sage ich ja auch immer, dass man niemanden dazu drängen darf, der muss auch stabil dafür sein und der muss das auch wirklich wollen. Denn das ist ja schon ein schwieriges Verfahren, das alles durchzustehen. Ja, das ist schon richtig. Aber solche Schweine gehören halt hinter Schloss und Riegel und die müssen bestraft werden, was das Gesetz hergibt. Ja, und ich kann eigentlich auch nur an die Menschen, Frauen und Männer appellieren, denen das auch so widerfahren ist. Ich meine, klar, es ist wirklich ein schwieriger Schritt. Besonders wenn es dann im eigenen Familienkreis ist. Aber man sieht es ja jetzt, also es ist einem selber passiert worden und Jahre später passiert es dann den Nichten, den Cousins, Cousinen. Und ich finde, das sind so Sachen, die sollten einfach unterbunden werden. Sehe ich auch so. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Patrick. Ja, und wünsche dir wirklich, dass du diesen Prozess gut überstehst und dass der so verurteilt wird, wie es ihm zusteht. Ich kann mich dann nochmal melden. Sehr gerne, ja, wirklich. Patrick, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Maria. Maria ist 63. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Hallo, Maria. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an. Ich muss vorausschicken, ich habe sehr großen Respekt vor deiner Person und vor den Ratschlägen, die du gibst. Vielen Dank. Und ich erwarte eigentlich von dir eine Absolution für mein Handeln, für meine Reaktion. Meine Tochter, ich habe zwei Kinder, einen Sohn, er ist 42 und eine Tochter von 28. Mein Sohn ist super, meine Tochter, naja, am liebsten möchte ich nicht drüber reden. Aber es hat mein ganzes Leben durcheinander gemacht. Sie war 7 Monate in Haft wegen Beihilfe zum Mord. Und ich durch irgendwelche Umstände, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ist sie nach 7 Monaten rausgekommen. Ihr Mann hat lebenslänglich gekriegt und die Witwe von dem Opfer auch lebenslänglich. Und dann hat sie mich kurz vor Weihnachten angerufen. Und ja, sie hat jetzt einen neuen Freund und sie möchte mich besuchen. Und dann habe ich ihr eine SMS geschickt, dass ich keinen Kontakt mehr wünsche und dass ich auch nicht wünsche, dass sie mich besucht. Weil das Ganze belastet mich sehr und mein Leben ist vollkommen aus der Bahn. Und durch diesen Vorfall? Durch diesen Vorfall. Und ich wollte jetzt von dir eigentlich wissen, das ist die sogenannte Absolution,
ob meine Reaktion verständlich ist oder ob du meine Reaktion als Mutter einem Kind gegenüber... Lass uns mal noch ein bisschen ausführlicher über den Fall reden. Das heißt, kannst du ausführlich über diesen Fall sprechen? Über diesen, da könnte ich. Auch über diesen Mordfall? Ja. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären, was da passiert ist? Um ein Fitnessstudio-Besitzer. Und angeblich war da ein Verhältnis unter den dreien, das unter, nee, vier, nee, drei waren es. Mein Schwiegersohn, meine Tochter und... Der Fitnessbesitzer, Fitness... Nee, die Frau von dem. Ach so. Die drei. Und der Fitnessstudio-Besitzer, das war... Ach Gott, der hat eine Riesenbeerdigung gehabt, der war sowas von beliebt und so ein gutmütiger, netter Mensch. Also der Mann, der Fitnessstudio-Besitzer, ist ermordet worden? Ja, erschlagen. Erschlagen. Mit so einer, weißt du, es gibt diese großen Wagenheber, ne? Und da gibt es so eine Eisenstange für die Hebelwirkung. Für das Hoch. Und mit so einer Eisenstange haben sie ihm den Schädel eingeschlagen. Und meine Tochter hat den da hingefahren. Und wie er bei der eigentlichen Tat war es angeblich nicht dabei. Angeblich hat er auch nicht gewusst, worum es geht. Und er kam zurück ins Auto und hat gesagt, ach Gott, hoffentlich lebt er noch. Und sie ist Krankenschwester. Ich hätte eigentlich eine andere Reaktion von ihr erwartet. Wer kam zurück ins Auto und sagt, hoffentlich lebt er noch? Mein Schwiegersohn. Und der hat es getan? Und der hat es getan. Der hat diesen Mann erschlagen? Ja. Er hat noch 10 Tage gelebt im Krankenhaus. Ja. Ins Krankenhaus und deine, lass mich noch fragen, damit es mir klarer wird. Und deine Tochter hat diesen Fitnessstudiobesitzer irgendwo hingelockt? Nee, meine Tochter hat ihren Mann, meinen Schwiegersohn, zu dem Fitnessstudio hingefahren. Ach so, und das war also, du meinst, das war ein klarer Plan? Ein klarer Plan und ein klarer Auftrag von der Witwe. Und die Witwe war aber nicht dabei? Angeblich nicht, aber das konnte sie vor Gericht nicht halten. Sie hat also auch lebenslänglich gekriegt. Und was mich völlig konfus gemacht hat, dass meine Tochter in der Lage war, zur Beerdigung zu gehen, sich vor das Grab zu stellen, bitterlich zu weinen und traurig zu sein, weil der Sascha tot ist. Und sie hat genau gewusst, wer es war und warum. Kanntest du diesen Mann? Ja. Ja. Wie war dein Verhältnis vor dieser schlimmen Tat zu deiner Tochter? Mehr oder minder gestört. Ich hatte zwar, sie hatte von meiner Seite immer eine begleitende Fürsorge, aber da ging es um so viele Sachen, die ich nicht gutheißen konnte. Also es war kein gutes Verhältnis? Ja, nee, kann man nicht sagen. Direkt nach der Tat, hat sie dich mal angerufen, als das alles raus war? Oder hat sie dich mal versucht zu erreichen, dir das irgendwas zu erklären, von ihrer Sichtweise das zu sagen? Nee, ich kann sagen, ich habe sowas wie einen sechsten Sinn. Wir sind auch öfter sonntags, mein Sohn und ich, die Runde gefahren und sind dann an der Wohnung vorbei, wo sie gewohnt hat. Und da kamen wir hin einmal und da war alles leer. Und da dachte ich, oh Gott, da ist was passiert. Und da fing ich an, Nachforschungen anzustellen. Auf jeden Fall will sie jetzt, möchte sie Kontakt zu dir haben oder wollte sie Kontakt zu dir haben? Ja, wollte sie. Und du hast gesagt, du hast gesimst oder SMS geschrieben, nein. Nein, möchte ich nicht mehr, weil... Für dich ist deine Tochter eine, auf jeden Fall, wenn keine Mörderin, aber eine Helferin beim Mord. Ja. Ja. Und der Staatsanwalt hatte für sie 8 Jahre gefordert und der hat auch Berufung eingelegt bei dem Urteil, was sie betrifft. Ne? Maria, du erwartest etwas sehr Großes von mir. Na, was heißt erwarten? Ich weiß auch nicht, ob du mich richtig verstanden hast. Doch, ich habe das richtig verstanden. Es gibt da nur ein Problem. Weil ich gesagt habe, nein, ich möchte keinen Kontakt mehr, weil der Meinung ist auch mein Sohn, es kommt nichts Gutes bei rum. Was hätte sie dir vielleicht sagen können, wenn es zu dem Kontakt gekommen wäre?
Domian. Wahrscheinlich, ich nehme an, dass sie mir nur den neuen Lover vorstellen wollte. Und das ist sowieso... Und sonst weiter nichts. Nichts zu der Tat und weiter keine Einzelheiten. Man hätte die mit mir gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich es versucht hätte, hätte es abgeblockt. Mhm. Maria. Sie ist die Queen. Ich glaube, es gibt keinen allgemeingültigen Satz, wann man verzeihen soll. Verziehen habe ich ihr, Domian. Ich kann, lass mich mal sagen. Na, ich glaube wohl nicht. Ich bin nicht göttlicher wie Gott. Verziehen habe ich ihr. Aber du möchtest mit ihr keinen Kontakt haben. Nein. So, und das... aus dem einfachen Grunde, weil ich mich selbst vor weiteren Enttäuschungen schützen möchte. So. Und da wollte ich... So, und das, lass mich erst mal sagen, das mit dem Verzeihen hast du ja schon vorweggenommen und auch für dich beantwortet. Wenn du das jetzt so für dich entschieden hast, finde ich in der Tat, dass dagegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Es ist nichts dagegen einzuwenden. Was sollte man dagegen einwenden? Gott sei Dank. Finde ich. Ich war jetzt erst wieder im Krankenhaus, um mal... Wenn du auch für dich das Gefühl hast, dass du dich auch schützen möchtest vor all dem, was mit deiner Tochter verbunden ist. Und so klingt das ja. Ja, nee, also es ist also absolut, ich bin bestimmt nicht kleinkariert. Ich toleriere alle Sparten, ich toleriere jede Couleur. Und weißt du, okay, lass mich mal unterbrechen. Ja. Ich finde aber bei allem, bei aller Entschiedenheit und bei aller Emotionalität, die du auch ausstrahlst, sollte irgendwann eine Situation kommen, wo deine Tochter sich vielleicht ganz anders verhält, als du sie kennst, und es eine andere Gesprächsebene vielleicht geben könnte, dann sprich mit ihr. Dann schließ Frieden mit ihr. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich denke da gerade an eine kleine Begebenheit als Kleinkind. Sie wurde geboren ohne Hüftgelenk und hat künstliche Hüftgelenke bekommen. Und wie sie in die Schule ging, ich habe so viel Beschwerden bekommen. Da war sie 6 Jahre alt. Mhm. Und Eltern kamen, Kinder kamen, wo sie unverschämt war und geprügelt hat und alles. Okay, und aber ich so sie gefragt habe, warum machst du das? Mir darf ja keiner was tun, ich bin ja behindert. Okay, aber so nachtragend wollen wir nicht sein. Das ist viele, viele Jahre her. Ja. Ne, wir wollen nicht zu sehr in der Vergangenheit bohren. Nee, aber... Dennoch sage ich, wenn du das jetzt für dich im Moment so entschieden hast, ist das schon völlig in Ordnung. Aber es muss irgendwo immer so ein kleiner Spalt offen bleiben, dass man auch Frieden miteinander schließen könnte. Ich sag's nur mal so. Wir müssen jetzt gar nicht weiter das sagen. Im Moment ist es okay. Im Moment ist es okay, so was du gemacht hast. Es ist ja auch eine erschütternde Geschichte, die du mir erzählt hast. Die einen natürlich auf Distanz zu einem Menschen treibt. Natürlich, natürlich. Ganz eindeutig. Der Tod von dem Sascha an sich hat mich schon aus der Bahn geworfen. Glaube ich. Nur... So. Was mich noch mehr aus der Bahn geworfen hat, dieses verlogene Getue vom offenen Grab. So, Maria, jetzt habe ich dir meine Meinung klar gesagt. Ja. Die wolltest du auch hören. Ja. Und dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden wollen, weil ich noch einen Anruf habe. Ja, Domian, ich bedanke mich und mach weiter so. Wünsche dir alles Gute. Mich freuen, wenn bald mal wieder ein Buch käme von dir. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Volker. Volker ist 37 Jahre alt. Hallo Volker. Ja, hallo Domian. Hallo Volker, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich leide unter Agoraphobie und einer Panikstörung. Mhm. Ja, und ich war, also dieses Jahr war ich 3-mal draußen, wenn man das draußen nennen kann. Da also, war ich beim Zahnarzt. Agoraphobie erklärst du nochmal? Ja, also ich kann nicht meine Wohnung verlassen, da kriege ich sofort Panikattacken, steigert sich so weit hin bis zur Todesangst. Ja. Du hast Angst vor Menschen, vor... Nee, vor Menschen direkt nicht. Das ist, ich kriege dann halt diese Symptome, dann wird mir schwindelig, schlapp, bis Herzrasen und... Und das ist alles im geschützten Raum der Wohnung? Passiert das nicht? Mittlerweile doch. Also ich habe das jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Früher war es nur, wenn ich rausgegangen bin. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich es auch zu Hause, ja. Das heißt, die Krankheit hat sich verschlimmert? Ja. Wie lange warst du jetzt schon nicht mehr draußen? Also dieses Jahr war ich 3-mal draußen, ja, zum Bütchen, ja. Das ist 200 Meter, ja. Da brauche ich manchmal 7-8 Anläufe, dass ich mir da überhaupt mal ein Brötchen holen kann. Wer kauft dir ein? Ich habe so gar keinen mehr.
Ja, aber du musst doch, woher kriegst du deine Lebensmittel, wenn du bisher nur dreimal im Jahr draußen, in diesem Jahr draußen warst? Ja, dann kommt auch vor, dass ich mal eine Woche nichts esse. Du warst dreimal in diesem Jahr am Bütchen. Davon kann man noch nicht leben. Nee, dreimal war ich beim Zahnarzt, war ich dreimal draußen. Ach so. Weiter weg. Also Bütchen, das schaffe ich schon. Da brauche ich zwar manchmal... Ach so, du kaufst dir deine Lebensmittel an dem Bütchen? Ja. Ach so, verstehe. Und dreimal beim Zahnarzt, also ein bisschen weiter weg. Ja, da musste ich hin, weil das so stark entzündet war. Ich habe so einen Weißerzahn und die wollen mich jetzt am 18. März operieren. Was für dich ein Horrordatum ist, weil du weg musst. Ja. Und die wollen dich operieren in der Praxis? Ja, mit Vollnarkose dann auch. Was hast du gesagt, wie viele Jahre plagt dich diese Erkrankung? Das fing so Mitte der 90er an und 1999, da ist mein Sohn gestorben und von da an wurde es noch schlimmer. Lebst du alleine? Ja. Ich lebe ganz alleine, also ich habe überhaupt keinen mehr. Ja, sonst hätte die Person dir ja auch einkaufen können. Ja. Insofern war die Frage dumm. Du gehst folglich auch nicht einer Tätigkeit nach, auch nicht von zu Hause aus, irgendwie im PC? Nee, ich hatte jetzt, Internet habe ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Das war eigentlich noch so der einzigste Kontakt zur Außenwelt. Warum? Aus Kostengründen? Ja. Mhm. Warst du wegen dieser Erkrankung mal in psychologisch-psychiatrischer Behandlung? Ja, war ich schon mal, ja. Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt 4-5 Jahre her. Das hat offensichtlich nicht viel gebracht. Nee, das hat nicht viel gebracht. Aber so kann es ja auch nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Nee, also ich bin jetzt eigentlich, eigentlich lebe ich ja schlimmer wie die Leute, die im Knast sind, ne? Mhm. Weil, wäre das für dich eine Option, in eine Klinik zu gehen? Das wollte ich letztes Jahr machen. Das hätte auch soweit geklappt, nur, weil das dann eine Reha-Maßnahme wäre, wäre das über die Rentenkasse gegangen und da sollte ich, hier in der Innenstadt gehen, zu einer Untersuchung. Ach so. Und dann habe ich nicht geschafft, dahin zu gehen. Das ist ja fatal, ist das ja. Das heißt, du wärst bereit, in eine Klinik zu gehen, die dir helfen könnte, kannst aber nicht vorher zu einer Voruntersuchung irgendwo in die Stadt gehen. Ja. Mhm. Ja, jetzt genauso wie mit der Operation ist am 18. März, da muss natürlich jemand mit mir mitgehen. Hast du jemanden, der dir zur Seite steht? Nicht wirklich. Eigentlich müsste auch jemand mit dir gehen, wenn du zu... Also zu einer solchen Voruntersuchung, bevor du in eine Klinik gehst, gehen solltest. Lieber Volker, meine Sendung ist gleich rum. Ich möchte aber jetzt, dass wir im Hintergrund mal ein bisschen überlegen, ob es da nicht mittlerweile, weil das ja schon einige betrifft mit dieser Erkrankung, ja. Ob es da nicht mittlerweile irgendwelche Tricks gibt und Möglichkeiten, wie man eben jemanden einigermaßen für ihn erträglich zum Beispiel zu einem solchen Termin bekommt, den du gerade beschrieben hast. Ja. Wir würden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, Volker. Ja, alles klar. Bis gleich, alles Gute. Ich habe nochmal eine Frage. Schnell. So ein Autogramm oder so kann ich doch bekommen. Genau, sagst du meiner Psychologin gleich deine Adresse. Alles klar, schönen okay, Dank. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Festival. Bis dahin, tschüss.